Juhu! Hey, kein schlechter Wurf für ein Pony, das nur mit dem Kopf in den Wolken hängt. So, ja? Meinst du, du kannst es besser, Cowgirl? Ich weiß, dass ich es kann. Ach, du liebes Pony. Scheint fast, als könne ein Pegasus-Pony besser werfen als ein Arbeitspony. Das Ziel dieses Spiels ist es, so nah wie möglich an den Stab zu werfen. Okay, ist ja schon gut. Du hast noch einen Wurf, Pony-Mädchen. Wow, Rainbow. Mit solchen Würfen triffst du nicht mal ein Scheunentor. Ja, ja. Ich bin trotzdem noch näher dran, Apple Champion. Versuch's besser zu machen. Jeha! Ein Volltreffer. Tja, so läuft das hier auf unserer Plantage. Ich hab verloren. Lass den Kopf nicht hängen, Rainbow. Es war doch nur ein Spiel. Ich hasse es zu verlieren. Trotzdem, du bist eine gute Sportlerin. Ich war nur besser. Okay, Applejack. Du meinst wohl, du wärst die beste Sportlerin in Ponyville. Eigentlich würde ich sagen in ganz Equestria, aber das wäre wohl ein kleines bisschen übertrieben. Tja, ich denke, dass ich die Beste bin. Und das werde ich dir beweisen. Was beweisen? Ich fordere dich heraus zu einem Ponywettbewerb. In verschiedenen sportlichen Wettkämpfen werden wir überprüfen, wer von uns beiden die Beste ist. Weißt du was, Rainbow? Abgemacht. My little pony, my little pony. Ah, my little pony. Ich fragte, wozu Freundschaft gut sein kann. My little pony. Doch dann botet ihr die Freundschaft mir an. Abenteuer, Spaß und Spiel und etwas fürs Herz. Von allem ganz viel. Lieb und freundlich zueinander sein und obendrein gibt's Zauberei. Jetzt genau vor? Wir machen einen Ponywettbewerb. Wir werden in einer Reihe von Wettkämpfen gegeneinander entscheiden. Entscheiden, wer von uns die bessere ist. Und ich bin hier, um... Keine Ahnung. Wieso ist sie denn hier? Twilight ist unsere Schiedsrichterin. Oh, richtig. Irgendjemand muss ja meine phänomenale Leistung für die Geschichtsbücher notieren. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum ersten alljährlichen Ponywettbewerb. Spike, mit wem redest du? Mit Ihnen. Mögen die Spiele beginnen! Yeah! Auf die Plätze! Fertig, los! Spike? 17 Sekunden. Das gibt's doch nicht. Damit habe ich meinen Rekord vom letzten Jahr gebrochen. Aber es kommen noch 5 Strafsekunden dazu, weil du das Fass berührt hast. Wenn's unbedingt sein muss. Das sind 22 Sekunden. Ist trotzdem nicht schlecht. Hey, nur nicht nervös sein. Denk dran, ist alles nur zum Spaß. Ran an die Fässer. Auf die Plätze, fertig, los! Das war ja eine Wahnsinns-Hufarbeit, Rainbow. Oh, danke, aber so schnell wie du war ich garantiert nicht. Wie viele Sekunden, Spike? 18 Sekunden. Oh, 18 Sekunden. Rainbow, bist du ganz sicher, dass du kein Rodeo-Pony bist? Rainbow Dash gewinnt den Slalom. Ich fass es nicht, ich hab gewonnen. Ja, aber denk bloß nicht, dass das jetzt auch so bleibt. War schon ganz gut. Aber jetzt zeige ich dir mal, wie man das richtig macht. Oh. Jahrelanges Äpfel schütteln. Ja, sehr schön! Yep. Warum ich? Los! Autschi. Noch mal Lust auf Pony reiten? Nein! Los! Rainbow Dash hat das Rodeo gewonnen! Und ich hab verloren. Ah!
Kampf war überaus fesselnd. Seht das hier auch? Wir haben Halbzeit. Der Zwischenstand unserer Wettkämpfe ist 5 zu 5. Und mit wem redest du jetzt? Mit Ihnen. Wow. 95, 96, 97, 98, 99, 100. Ja. Immer schön fair bleiben, Applejack. Und das ist der letzte Wettkampf. Gebt beide euer Bestes. Sieht so aus, als würde das Arbeitspony diesen Wettkampf gewinnen. Das ist nicht fair. Du darfst deine Flügel nicht einsetzen. Hä? Du schummelst. Ich kann dich mit dem Seil im Mund leider nicht verstehen. Ich sagte... Oh, oh. Ich habe gewonnen. Oder besser gesagt, in den Matsch gerutscht. Ich bin das sportlichere Pony. Ja, weil du geschummelt hast. Was? Bei mehr als der Hälfte der Wettkämpfe hast du deine Flügel eingesetzt, um zu gewinnen. Ach was, du bist ja nur beleidigt. Willst du behaupten, du hättest deine Flügel nicht eingesetzt? Nein. Du hast nicht gesagt, ich dürfe sie nicht benutzen. Ich dachte nicht, dass ich dich daran erinnern muss, fair zu sein. Aber ich hätte doch auch ohne meine Flügel gewonnen. Ha, beweise es. Ja, von mir aus. Und wie? Morgen ist das alljährliche Blätterwettrennen. Da kannst du beweisen, ob du es echt drauf hast. Ist doch kinderleicht. Moment. Es gibt da noch eine Bedingung. Diese Bedingung heißt Rennen. Benutzung der Flügel verboten. Keine Flügel? Oh. Ist doch kein Problem. Twilight, du musst dich beeilen. Wir kommen zu spät zum Rennen. Wieso bist du so aufgeregt wegen des Rennens? Es ist doch nur für Ponys. Ja, aber ich hoffe, ich kann wieder moderieren, wie letztens. Ladies und Gentle Ponys, willkommen zum alljährlichen Blätterrennen. Hier spricht Pinkie Pie, eure vertraute Beobachterin und Stadionsprecherin. Tut mir leid, Spike. Anscheinend hatten sie schon jemanden. Wie jedes Pony weiß, folgt das Rennen einer langen Tradition. Ohne diesen Lauf würden die Herbstblätter in Equestria nicht von den Bäumen fallen. Macht euch bereit, Ponys. Das Blätterrennen beginnt in 5 Minuten. Verzeihung. Entschuldigt. Macht Platz für die beste Sportlerin. Du meinst die Schwindlersportlerin. Also, Applejack, bist du bereit für den zweiten Platz? Ich bin bereit für ein gutes und faires Rennen. Ja, ja. Es ist dir nicht erlaubt, deine Flügel zu benutzen. Ich gewinne sogar, wenn mir die Flügel auf den Rücken gebunden werden. Verschnürt wie ein Brathühnchen. Und ein Brathühnchen kann auch nicht mehr fliegen. Unheimlich witzig. Wenigstens wird das ein faires und ehrliches Rennen. Alle Teilnehmer, bitte auf Position! Pinkie Pie! Hey, alles klar mit dir da oben? Oh, warte, ich bin ja oben.
Ich weiß, dass du heute dieses Rennen moderierst und du machst das bestimmt ganz toll. Und ich wollte trotzdem fragen... Was? Vergiss es. Spike? Möchtest du mit mir zusammen moderieren? Zusammen können wir es richtig spannend rüberbringen. Meinst du, das geht? Na komm schon nach oben. Twilight? Sag, was zum Hafer machst du denn hier? Ich mache mit. Ah, super, Twilight. Das sollte kein Witz sein. Wie bitte? Du bist keine Sportlerin, du bist eine Schlaumeierin. Ich bin keine Schlaumeierin, ich bin nur belesen. Schlaumeierin? aber hast du schon mal ein Rennen gemacht? Nein, aber ich weiß eine Menge über Rennen. Und das weißt du vom... Lesen. Ich habe viele Bücher darüber gelesen. So, was denn? Das Schlaumeier-Laufhandbuch? Hast du auch deine Augenmuskeln aufgewärmt? Augenmuskeln? Lach nur ruhig über mich, Rainbow. Aber das Blätterrennen ist eine alte Tradition. Und ich bin hier, um was zu lernen. Also möchte ich diese Erfahrung auch machen. Das finde ich wirklich ganz toll, Twilight. Viel Glück. Ja, wir sehen uns an der Ziellinie. Morgen früh. Aufgepasst, Ponys! Auf die Plätze! Fertig! Und vorwärts! Spike und Pinky werden euch alles vom Rennen berichten. Weißt du was, Spike? Die Blätter haben mit dem diesjährigen Rennen nur wenig zu tun. Stell dir vor, diesmal geht es nur um die Ponys. Wie? Ja, Pinky. Die Ponys rennen und die Blätter fallen von den Bäumen. Diese faulen, faulen Blätter. In diesem Jahr geht es bei dem Rennen um mehr als nur den Herbst. Es geht darum, wer als Erste die Ziellinie überqueren wird. Applejack oder Rainbow Dash? Weißt du, Pinky, diese beiden Ponys wollen jedoch was ganz anderes ausfechten. Sie wollen beweisen, wer die bessere Sportlerin ist. Ja, und Sportlerin reimt sich auf Schoko drin. Ja, das tut es. Was? Kuchen mit Schoko drin. Esse ich total gerne, aber wenn ich zu viel davon esse, werde ich unsportlich. Ach so, Schokolade? Nein, danke, ich habe schon gefrühstückt. Mal sehen, was unsere zwei Ponys da unten machen. Applejack und Rainbow Dash. Beide haben einen guten Start hingelegt und liefern sich jetzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber was ist das? Applejack prescht vor. Sie liegt jetzt eine Nasenlänge vorn. Aber Rainbow Dash lässt sich das von Applejack nicht gefallen. Sie übernimmt jetzt die Führung und liegt eine halbe Nasenlänge vorn. Ungefähr 63,7% einer Nase. Naja, so ungefähr. Applejack bekommt das mit, erhöht arbeitsponymäßig ihr Tempo und geht bei 350 Nasen in Führung. Gar nicht so einfach ohne Flügel, oder? Komm schon, Rainbow, gib ein bisschen Gas. Haha, da gehen die Ponys durch, Pinky. Rainbow Dash wird der führenden Applejack wieder gefährlich. Ist das aufregend? Ich dachte schon, Applejack wäre der Sieg sicher. Hast du etwa gedacht, ich lasse dich so einfach davon galoppieren? Wow. Ich kann es nicht glauben. Ich auch nicht. Es ist wunderschön. Ich meinte nicht die Landschaft, Twilight. Rainbow Dash hat mir ein Bein gestellt. Nein, hat sie nicht. Hat sie wohl. Nein, hat sie nicht. Und wenn du langsamer laufen und dich umschauen würdest wie ich, wüsstest du, dass du über einen Stein gestolpert bist. Was? Ach, ich Landei. Jetzt muss ich aber reinhauen, um Rainbow wieder einzuholen. Ja, aber sei vorsichtig. Wir sehen uns an der Ziellinie. Ist das zu glauben? Obwohl sie zurückgefallen ist, führt Applejack das Rennen wieder an. Applejack führt das Rennen wieder an. Super Spitzel, da wird ja die Katze in der Pfanne verrückt. Warte, wieso sollte denn Applejack ein Kätzchen in die Pfanne hauen? Das wäre aber nicht sehr sportlich. Okay, kommen wir zurück zum Rennen. Freu dich nicht so früh, Applejack. Dieses Rennen ist noch nicht vorbei. Doch, für dich schon. Oh. Oh! Also ich fasse es nicht. Applejack hat mir ein Bein gestellt. Passt ihr Ponys nie auf, wo ihr hintretet? Du bist über diesen Stumpf gefallen. Oh ja, den sehe ich. Aber ich sehe auch eine gemeine Betrügerin. Rainbow, Applejack würde nie betrügen. Du bist gestolpert. Ein Unfall. Natürlich. Ich meine, ja, es war bestimmt ein Unfall. Vergiss nicht, Rainbow, es ist nur ein Spiel.
Ja, nur mit 9 und anderen Regeln. Und es können nur noch 2 daran teilnehmen. Willkommen zurück, Ponys! Ich bin's wieder, Pinkie Pie! Und Spike. Rainbow drückt auf die Tube, um aufzuholen. Meinst du etwa eine Tube Ketchup? Wobei sollte er denn helfen? Bei einem Hotdog-Wettessen könnte er dabei helfen, das Würstchen glitschiger zu machen. Ich persönlich esse lieber Senf. Und du, Spike? Ich esse gern Gürkchen. Und es sieht aus, als hätte Applejack da unten ganz schön zu kämpfen, denn Rainbow übernimmt wieder die Führung. Sieh mal, ohne Flügel. Die beiden Gegnerinnen erreichen jetzt die Waldstrecke und Rainbow Dash liegt wieder in Führung. Hey, Rainbow! Das hat diese Betrügerin doch mit Absicht gemacht. Das reicht. Gut gemacht, Rainbow. Bis dann. Schön. Hey, Rainbow, ich dachte, du wärst vorn. Ich gewinne doch sowieso. Sind denn die anderen Ponys nicht an dir vorbeigekommen? Ach, du Ponymist, bis später! Applejack, was machst du denn hier oben? Bäume gibt's hier auch keine mehr. Der Wegweiser zeigte doch in diese Richtung. Rainbow, könnt ihr mich ein Stück mitnehmen? Hey, du hast gesagt, Fliegen ist verboten. Nein, Flügel sind verboten. Ganz ehrlich, Spike, das ist das interessanteste Blätterrennen in der Geschichte von Equestria. Mit einer sehr interessanten Moderatorin. Aber nicht das Rennen ist so interessant. Sondern das, was nicht zum Rennen gehört. Ich bin zwar keine Sportlerin, aber sollte man beim Blätterrennen nicht eigentlich rennen? Weißt du, ich denke, Twilight hat recht. Findest du? Ja, wenn du mich noch schlagen willst, solltest du besser rennen! Und wieder liefern sich Rainbow Dash und Applejack ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Applejack liegt vorn. Nein, Rainbow! Jetzt Applejack! Jetzt Rainbow! Jetzt Applejack! Hat sie sie geschubst? Oh ja, sie hat! Lass das sein! Nein, du lässt das sein! Du hast damit angefangen! Ja, und jetzt werde ich es auch zu Ende bringen! Oh nein, das wirst du nicht! Oh doch, das werde ich! Das war's! Jetzt ist alles erlaubt! Oh nein, das tust du nicht! Wer liegt vorn? Jetzt Applejack! Jetzt Rainbow Dash! Jetzt Applejack! Jetzt Rainbow Dash! Ich hab gewonnen! Oh nein, ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Nein, ihr seid beide... Beide? Erster Platz? Letzter Platz! Letzter? Aber wer hat gewonnen? Du?
Oh nein, ich bin auf dem 5. Platz. Das finde ich schon ganz gut. Ich bin ja noch nie ein Rennen mitgelaufen. Was? Aber wie bist du so weit gekommen? Du warst sowas von langsam und hast dir die Landschaft angesehen. Genau, ich habe meine Kräfte gut eingeteilt, wie es in meinem Buch steht. Und am Ende waren alle anderen Ponys völlig erschöpft. Und ich konnte einen Schlusssprint hinlegen. Ich kann's überhaupt nicht fassen. Twilight hat uns geschlagen. Naja, bei eurem ganzen Rumgeeier war das auch nicht so schwer. Du hast recht, Twilight. Wir beide haben uns fürchterlich verhalten. Und waren alles andere als sportlich. Klingt, als hättet ihr etwas sehr Wichtiges gelernt. Prinzessin Celestia! Was machst du hier, Prinzessin? Der Herbst ist eine meiner Lieblingsjahreszeiten, deshalb wollte ich das Blätterrennen mit euch feiern. Es tut mir leid, dass du mit ansehen musstest, wie unsportlich wir sind. Ist schon gut, Applejack. Jedes Pony lässt sich irgendwann von seinem Kampfgeist mitreißen. Trotzdem sollte man nicht vergessen, dass eine Freundschaft immer wichtiger ist als ein Wettbewerb. Da hast du völlig recht, Twilight. Tja, leider wart ihr beide zu sehr mit euch beschäftigt, statt die Blätter von den Bäumen zu schütteln. Deshalb hängen viele der schönen Bäume in Equestria immer noch voller Laub. Weißt du was, Prinzessin? Ich wette, wir können die Blätter im Hufumdrehen runterschütteln. Was meinst du, Freundin? Wie wär's mit einem kleinen Wettrennen? Ich würde mir gern noch mal die Beine vertreten. Dir das an, Schildi. Cloudsdale rückt näher. Das heißt, bald ist in Ponyville Winter. Das macht ihr super, meine lieben Ponys. Weitermachen. Diese Blätter müssen von den Bäumen runter. Wenn wir den Herbst losgeworden sind, dann heißt es Hallo Winter. Hab ich da etwa gerade ein Gähnen gesehen? Wie kannst du denn nur müde sein, wenn die allerspannendste Zeit des Jahres vor der Tür steht? Und vergiss nicht das Beste daran. Es ist unser erster gemeinsamer Winter. Komm schon, wach auf. Wenn diese Ponys erstmal die dicken Wolken mit den Schneeflocken geliefert haben, gibt es hier massig Schnee für unsere Extremschlittenfahrt. Und da drüben spielen wir Hufhockey ohne Schulter- und Hinterteilschutz. Es sieht doch alles gut aus, findest du nicht? Fast alles, würde ich sagen. Sieht Schildi deiner Meinung nach gesund aus? Naja, er scheint sich heute etwas langsam zu bewegen. Ja, ziemlich, oder? Und er sieht auch etwas müde aus. Total. So wie eigentlich immer. Ja, da hast du wohl recht. Von allem ganz viel, lieb und freundlich, zueinander sein. Und obendrein gibt's Zauberei. Meine ehrlichen Ponys, meine allerbesten Freunde seid ihr. Und? Ich glaube, dass sein Herzschlag vielleicht ein klitzekleines bisschen langsamer ist als gewöhnlich. Okay, dann gib ihm Vitamine oder sowas. Ich glaube nicht, dass er die braucht. Vielleicht bleiben wir immer zu lange wach oder lesen zu viele Daring-Do-Geschichten. Daran wird es auch nicht liegen. Aber was ist denn dann mit ihm? Gar nichts. Schildi ist kerngesund. Er hält bald seinen Winterschlaf. Du weißt schon, dass er kein Bär ist, oder? Wenn es draußen kalt wird und es weniger Nahrung gibt, halten viele Tiere Winterschlaf, um Energie zu sparen. Es
ist ein wirklich langer Schlaf während des ganzen Winters. Im Frühling wachen sie wieder auf. Siehst du hier? Auch Schildkröten tun es. Wenn es Zeit ist, wird Schildi gehen und sich im Boden eingraben. Aber mach dir keine Sorgen. Er taucht wieder auf, sobald die Sonne im Frühling den Boden wieder aufwärmt. Komm schon, Schildkröten überwintern doch nicht. Mit diesem Bild hat sich ein Pony einen Scherz erlaubt. Das ist doch kein Scherz. Na, dann wird dein Buch eben lügen. Rainbow Dash. Schildi braucht seinen Winterschlaf. Es ist gut für ihn, genauso wie es gut für uns ist zu schlafen. Erzähl mal ruhig. Okay, danke. Komm mit, Schildi. Aber wo willst du denn hin? Ich will nur eine zweite Meinung einholen von einem echten Reptilienexperten. Ich hab's dir doch gesagt, Rainbow Dash. Ich bin ein Drache. Ach komm, ihr seid praktisch Zwillinge. Ich bin lilafarben. Aber wenn du keinen Winterschlaf hältst, warum dann Schildi? Weil er eine Schildkröte ist und ich bin ein Drache. Gleiche Familie, oder? Nein! Ich nehme das als Ja. Oh, hör zu, wenn Fluttershy sagt, Schildkröten überwintern, dann garantiere ich dir, dass Schildkröten überwintern. Ach, was weißt du denn schon? Du bist ein Drache. Kein Pony kennt dich so gut wie ich, Schildi. Alles, was du brauchst, ist etwas harte Arbeit, damit du wieder in Schwung kommst. Los, komm jetzt! Die Dinger sind echt schwer. Vollgestopft mit Schneeflocken. Wir können uns auf eine super tolle Zeit im Schnee freuen, Schildi. Hey! Schildi! Oh, seht euch nur den süßen kleinen Schildi an. Ganz kuschelig, wuschelig macht er sich bereit, um zu überwinden. Wehe, du sagst dieses Wort! Welches denn? Kuschelig, wuschelig, Schildi, überwinden? Dieses Wort! Ich wollte nur sagen, wie... Wenn du gerade über... Du weißt schon, dieses Nickerchen-Dings als süß bezeichnen wolltest. Warum machst du es dann nicht? Irgendwo ganz weit weg! Was gibt's da zu glotzen? Pinkie Pie und ich haben uns gerade sehr gut unterhalten. Pass auf, Rainbow Dash. Wir wissen alle, dass du aufgebracht bist, weil Schildi... Sag nicht dieses Wort. Damit hat alles angefangen. Wir wissen, dass du wegen Schildi aufgebracht bist. Aber lass deine Wut nicht an deinen Freunden aus. Wer sagt denn hier, dass ich wütend bin? Ich bin doch überhaupt nicht wütend. Ich bin nicht verärgert, also bin ich auch nicht wütend. Sehe ich aus, als wäre ich wütend? Schildi, komm mit! Lass uns hier verschwinden! Du musst wach und quietschfidel sein, nicht schläfrig und auch nicht schuppig. Was genau das ist, was du bist. Aber steh trotzdem auf! Du darfst nicht über... Du weißt schon... Was ist denn mit all den tollen Dingen, die wir im Winter zusammen tun wollten? Wir wollten Schneeponys bauen und Schneeballschlachten machen, warmen Cidra am Kaminfeuer trinken. Willst du das plötzlich alles nicht mehr tun? Rainbow Dash, denk nach, denk! Schildi will nur überwintern, weil es so kalt ist, oder? Ich hätte es lieber, wenn er in der Wärme wach wäre, als dass er in der Kälte schläft. Ich muss einfach nur den Winter aufhalten. Also, wo sollen diese Wolken hin? Irgendwo an den Himmel natürlich. Aber hier ist doch überall Himmel. Jo, aber hier ist klarer Himmel. Aber da drüben ist noch viel klarerer Himmel. Das ist blauer Himmel. Mann, Augen auf! Blauer Himmel ist überall. Nein, nicht überall. Hier nur ein bisschen. Oh, Moment. Also, hier ist blauer Himmel und auch klarer Himmel. Was ist das dann? Klarer blauer Himmel. Hey, wo sind denn die Schäfchenwolken hin? Schäfchenwolken? Da drüben. Den Winter aufzuhalten ist fast ein Kinderspiel. Es gibt viele Träume, nicht alle werden wahr. Doch
Doch seit ich Schildi kenne, bin ich mir darüber klar. Der Winter muss raus aus Ponyville, diesmal zieht er nicht ein. Keine Angst, du bleibst bei mir, denn ich lass dich nicht allein. Und ich flieg, ja ich flieg hinauf ins zweite Himmelszelt. Und ich sorge dafür, dass unsere Freundschaft lange hält. Die Wolken werd ich vertreiben, dass nichts uns trennen kann. Ich mach es kuschelig warm für dich und der Winter fängt niemals an. Wetter Pony, es tut mir leid, ihr macht das Wetter jeden Tag. Leider muss ich euch hintergehen, weil ich Schildi gern mag. Den Winter lass ich nicht rein, ich fang die Wärme der Sonne ein. Für euch ist das sicher ärgerlich, doch ich brauch den Freund und er braucht mich. Ist es auch falsch, für mich ist es wichtig. Mein Freund wartet schon lang darauf, ich mach doch nur dieses Wetter richtig. Und dabei hält mich kein Pony auf, ich bring die Sonne dir zurück. Jage alle Wolken fort, perfekt ist unser Glück. Und ich flieg, ja ich flieg hinauf ins zweite Himmelszelt. Und ich sorge dafür, dass unsere Freundschaft lange hält. Die Wolken werd ich vertreiben, dass nichts uns trennen kann. Ich mach es kuschelig warm für dich und der Winter fängt niemals an. Hier kommt die nächste Ladung. Schieb die Wolken darüber. Für jeden Hufschritt zurück machen Sie drei Hufschritte vorwärts. Was kann ich denn nur tun? Cloudsdale, das ist es. Wenn ich den Winter in Ponyville nicht aufhalten kann, dann kann ich ihn vielleicht an der Quelle aufhalten. Mittagspause. Perfekt. Winterlabor. Wir sind drin, Schildi. Wir müssen nur rausfinden, wie wir dieses Ding abschalten können. Sollen wir die Schneeflocken verhindern? Oh, ich glaube, da fällt uns was Besseres ein. Warte hier. Wir könnten ja auch die Wolken verschwinden lassen, aber das würde nicht ausreichen. Ja, Volltreffer! Ganz ohne Wasser gibt es weder Wolken noch Schnee und auch keinen Winter!
Ich tue das den Wetterponys ungern an, aber besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Upsi! Dieses Rohr saß wohl ziemlich locker. Und das war's mit Winter. Futsch ist er. Celestia, passiert denn da oben? Macht euch bereit, Ponyfreundinnen! Der Winter scheint zu kommen! Mit dir auch alles in Ordnung? Rainbow Dash, geht es dir gut? Nein. Klapp, klapp! Wie fühlst du dich, Rainbow Dash? Ach, ist mir gleich. Die Ärmste ist ja so traurig. Wir müssen doch irgendetwas tun. Ich weiß nicht, was wir tun können. Kopf hoch, Zuckerschnute. Du bist im Moment einfach nicht du selbst. Ach, ist mir gleich. Oh, wie kann ich mich taktvoll ausdrücken? Rainbow, du hast deinen Glanz verloren. Ich sage das echt ungern, aber naja, du bist jetzt ein Party-Muffin. Habt ihr mir nicht zugehört? Ich sagte... Es ist mir gleich. Ich weiß ja nicht, ob ihr vorhattet, mich aufzumuntern oder was. Aber es geht mir bestens. Lasst mich mit ihr reden. Rainbow Dash, dein Winter wird hundertprozentig haustierlos. Warum tust du ihr denn sowas an? Weil sie nie darüber hinwegkommt, wenn sie ihr Gefühl nicht mal rauslässt. Ist schon okay. Schildi ist in ein paar Monaten doch wieder bei dir. Monaten? Ich will nicht, dass er geht. Schon gut. Na. Ganz toll gemacht, Fluttershy. Wie bringen wir sie dazu aufzuhören? Sie hört bestimmt gleich von selbst auf. Viel kann jetzt nicht mehr übrig sein. Fühlst du dich besser? Oh, du armes Ding. Ich kann Fluttershy nicht weinen sehen. Oh. Es ist so herzzerreißend.
Nein, mir geht's gut. Hört mal zu, Ponys. Ich weiß, wie schwer es ist, sich zu verabschieden. Ich bin hauptsächlich traurig, weil du es nicht bist. Was? Ich? Was ist mit Applejack? Applejack weint im Inneren, Twilight! Stimmt schon. Ist gut, Fluttershy. Ist schon gut. Meint ihr, sie ist fertig? Oder legt sie noch mal los? Ich habe keine Ahnung. Rainbow Dash, geht's dir gut? Ja, ich denke schon. Ich fühle mich besser. Wirklich, es ist so. Danke, liebe Freundin. Ich weiß nicht, was ich ohne euch tun würde. Oder ihn. Oh, Schildi. Ich werde dich unheimlich vermissen. Dann starten wir mal mit Karacho in den Winter. Der Spaß fängt an. Jeha! Könnten wir den Winter nicht jedes Jahr vermasseln? Das ist so viel weniger Arbeit. Ich glaube, das wäre für Rainbow Dash etwas zu viel. Die komplette Jahreszeit von Cloudsdale nach Ponyville zu bringen, war ziemlich harte Arbeit. Ich dachte, ihr wollt euch vielleicht auch von Schildi verabschieden. Er wird jetzt überwintern. Du benutzt das Wort! Oh, sie benutzt das Wort! Und wenn Schildi dann überwintert hat, schmeiße ich die größte Willkommensparty aller Zeiten! Oder warte, eine Willkommen-über-der-Erde-Party? Oder eine Frohes-Aufwachen-Party? Oder auch eine Es-wird-Zeit-Party? Und ich entwerfe ihm einen exklusiven Anzug für diese Gelegenheit, egal welche Party es wird. Schön, dass es dir wieder besser geht, Rainbow Dash. Ja, finde ich auch. Also, willst du das mit dem Winterschlaf wirklich durchziehen? Auf Wiedersehen, Schildi! Halt ein schönes Nickerchen! Auf Wiedersehen! Wir werden dich vermissen! Na, bereit für etwas Winterspaß? Ich wollte Schildi noch ein bisschen vorlesen. Der kleine Kerl kann ohne seine Gute-Nacht-Geschichte nicht gut einschlafen. Ich komme dann gleich zu euch. Ich wollte gerade meinen Beitritt trainieren. Deinen Beitritt trainieren? Wozu denn das? Weil mein lieber Cousin Brayburn und der Rest der Apple-Familie aus Appaloosa tatsächlich denken, ihr Team könne Ponyville im Eimerball schlagen. Was? Ha, das ist total lächerlich. Kein Pony schlägt Ponyville. Ich meine, ich könnte die ganze Stadt Appaloosa mit einem Flügel auf den Rücken gebunden im Eimerball schlagen. Also kann ich mit dir im Ponyville-Eimerball-Team rechnen? Oh ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Ich habe vorher noch eine Frage. Was ist Eimerball? Oh. My little pony, my little pony. Gut sein kann. Doch dann bot er die Freundschaft mir an. Abenteuer, Spaß und Spiel und etwas fürs Herz. Von allem ganz viel. Lieb und freundlich zueinander sein. Und obendrein gibt's Zauberei. Meine herrlichen Ponys, meine allerbesten Freunde seid ihr. Also, eigentlich ist Eimerball das allercoolste Spiel aller Zeiten.
Angreifen, verteidigen, Teamarbeit, es steckt voller Action. Alles ist dabei. Wow, Rainbow Dash, du scheinst ja eine Menge über dieses Spiel zu wissen. Ich höre zum ersten Mal von Eimerball. Ja, ich bin eine Art Expertin. Eine Expertin, die das Spiel nicht kannte, bis ich ihr davon erzählt habe. Naja, es ist ein neues Spiel. Ich weiß mehr darüber als die meisten Ponys und das macht mich eben zur Expertin. Ich weiß nicht das geringste bisschen über das Spiel, aber es klingt nach Bällen und Böcken und macht bestimmt super duper Spaß. Folgendes. Mein Cousin Brayburn hat irgendwie ein Pegasus und ein Einhorn überredet, zu ihm ins Appaloosa-Team zu kommen. Und jetzt gibt er dauernd damit an, dass sein Team unseres locker schlagen wird. Aber, wir haben doch kein Team. Ja, also mit Applejack und mir haben wir schon mal zwei Drittel eines Teams. Jetzt brauchen wir noch ein Einhorn. Das ist der Moment eures Auftritts. Jeder weiß doch, dass wir keine Einhörner sind, oder? Offensichtlich. Du spielst deshalb in meinem Team und Fluttershy spielt deshalb in Applejacks Team. Wir spielen gegeneinander im Wechsel mit allen Einhörnern, die sich bewerben, bis wir das Beste finden. Jetzt bin ich erleichtert. Mein Einhornkostüm liegt noch zu Hause. Ich weiß, dass viele von euch hier sind, weil ich ihnen erzählt habe, was für ein tolles Spiel Eimerball ist. Und auch wenn es das Lieblingsspiel der Apple-Familie ist, wissen die meisten sicher kaum was darüber. Also wollen wir euch das Spiel kurz vorführen. Die beiden Stürmer sind die Erdponys. Sie treffen sich an der Mittellinie für den Anstoß. Dann versuchen sie beide, den Ball als Erster zu treffen. Das Pegasus ist Verteidiger. Es hält den Ball vom Tor fern und passt ihn zurück zum Erdpony aus ihrem Team. Gib dem Ball einen leichten Tritt, Pinky. Oh, ja, ich verstehe. Und nun zur Aufgabe der Einhörner. Sie müssen die Eimer immer wieder um das Feld herumfliegen lassen und so viele Bälle wie möglich für ihr Team fangen. Habt ihr zwei es verstanden? Absolut. Oh, weiß nicht genau. Der Ball fliegt schon ziemlich schnell. Okay, dann wollen wir doch mal sehen, was jeder von euch drauf hat. Was soll ich tun? Wenn der Ball auf dich zugeflogen kommt, fang ihn. Okay, gib einfach dein Bestes, Pinky. Ich habe natürlich viel mehr Erfahrung als du. Guter Tritt. Gut gehalten, Fluttershy. Er kommt jetzt zu dir, Pinky. Achtung, Salto-Tritt! Hey, das Spiel ist ja ganz leicht. Oh, und das macht wirklich viel Spaß. Wo hat Pinky nur gelernt, so kräftig zuzutreten? Und Fluttershys Dreh-Schweifang war auch ziemlich beeindruckend. Okay. Wir sehen dann mal, was ihr so drauf habt. Erwarte nicht, dass du mich zweimal hintereinander schlagen wirst. Na hallo, mein lieber Ball. Schnell aus dem Weg, Schmetterlinge, bevor der Ball kommt und euch trifft. Nein. Okay, mal sehen, was die anderen so können. Nein! Definitiv nein. Nein! Keine Chance. Nein. Nö. Und nein. Das lief jetzt überhaupt nicht so wie gedacht. Nein, nicht im geringsten. Das Spiel macht viel mehr Spaß, als ich vermutet hatte. Es macht genauso viel Spaß, wie ich vermutet habe. Eine ganze Menge Spaß. Ich trage hier mein Wasser, mein Wasser, mein Wasser. Ich trage hier mein Wasser auf einer Schulterstange. Snake, pass auf! Fantastisch. Seid mal lieber vorsichtig mit den Bällen, nicht, dass ihr sie noch verliert. Hey, Snails, schwenkst du bitte mal einen der Eimer in diese Richtung? Sicher.
Und was soll ich jetzt damit machen? Fangen! Noch irgendwas? Wow, Snails, du bist ein Eimerball-Naturtalent. Und das ist richtig gut. Uns gehen hier die Einhörner aus. Hättest du vielleicht auch Lust auf ein Turnier gegen das Appaloosa-Team? Ich werde mal drüber nachdenken. Nachdem ich das Wasser ausgeliefert habe, habe ich eigentlich nichts weiter zu tun. Nun, Snails, mit dir in unserem Team ist Ponyville noch einen Schritt näher daran, dem Team von Appaloosa eins draufzugeben. Ja, und nach heute wissen wir ganz sicher, wer noch in unserem Team mitspielt. Was meinst du damit? Ich dachte, du und Dash bildet das Team. Ja, wenn ihr nicht gegen Appaloosa gewinnt, wer denn dann? Na, ihr zwei natürlich. Ist doch offensichtlich. Ihr wollt uns im Team gegen Appaloosa aufstellen und nicht euch? Mhm. Das nenne ich wunderglaublich. Na, wunderbar und unglaublich. Ach, kommt schon. Ich kann's nicht erklären, aber ihr wart vorhin wirklich gut im Spiel. Und das bedeutet einen Sieg gegen Appaloosa. Da gebe ich euch schneller einen Platz im Team, als Granny Smith einen Apfel entkernen kann. Ich auch. Normalerweise freue ich mich ja, dass Ponyville hofft, dass ich gewinne und dann die Konkurrenz ausschalte. Aber ihr zwei seid um Längen besser als ich. Oh, das tut mir leid. Ich hatte einfach nur Spaß. Und du sollst so viel Spaß haben, wie du willst, solange Brayburns Team die Ohren kräftig langgezogen werden. Ich habe ungeheuer gern Spaß. Naja, ganz ehrlich gesagt hat mir das Spiel erst Angst gemacht. Aber als ich den Dreh raus hatte, hat's mir Spaß gemacht. Na, dann können wir die Party steigen lassen. In Ordnung. Aber wenn wir Appaloosa echt schlagen möchten, müssen wir ab jetzt wirklich ernst machen. Ernst machen? Wie meinst du das jetzt genau? Mit ernsthaftem Training. Wow. Das wirkt aber ziemlich heftig. Naja, klar. Ihr zwei repräsentiert beim Spiel schließlich Ponyville. Und was noch viel wichtiger ist, uns. Deshalb werdet ihr vor der Abreise nach Appaloosa morgen mindestens so hart trainieren, wie wir es getan hätten. Also dann legen wir mal los. Seht mal darüber, Snails hat schon angefangen. Okay. Ihr wollt ja gewinnen. Dazu musst du diesen Parcours bewältigen. Ich muss? Es geht immer um Ballkontrolle. Bereit? Schon! Mach schneller! Willst du, dass Ponyville verliert, weil du nicht einen Zahn zulegst? Mach schon! In Ordnung. Worauf es bei diesem Spiel wirklich ankommt, ist, den Ball aus jeder Entfernung mit Schwung im Eimer zu versenken. Ja, wenn du das so sagst. Vorher auf dem Feld doch so gut. Okay, das war's für heute, Leute. Ich
Ich dachte, wir würden noch besser, wenn wir viel trainieren. Vielleicht brauchen wir einfach nur eine kleine Pause. Oder eine super lange Pause. Naja, morgen solltet ihr voll bei der Sache sein. Darauf kommt es an. Ganz Ponyville erwartet von euch, dass ihr gewinnt. Ich möchte auf keinen Fall weder Applejack noch Rainbow Dash enttäuschen. Oder jemand anderes. Aber nach diesem Training bin ich weniger zuversichtlich. Vielleicht waren wir auch gar nicht so schlecht. Oh. Ich hab gehofft, dir sei irgendwas aufgefallen, das ich nicht gemerkt habe. Unsere Freunde möchten, dass wir gewinnen, aber wie kann sich die ganze Stadt auf uns verlassen, wenn die meisten noch nie was von Eimerball gehört haben? Ja, denke ich auch. Wie können wir jemanden enttäuschen, der nicht mal weiß, dass es ein Team gibt? Oder dass wir gegen Appaloosa antreten. Ja, machen wir uns lieber keine Sorgen. Es würde mich wundern, wenn das Spiel überhaupt einem Pony in der Stadt etwas bedeutet. Los, Ponyville! Los, Ponyville! Gewinnt, gewinnt, gewinnt! Wow, dieses Eimerballspiel scheint der Stadt wirklich viel zu bedeuten. Und haben ein bisschen fürs Team geworben. Yep. Wir wollten nur sicher gehen, dass ihr wisst, dass ganz Ponyville hinter euch steht. Klasse! Ich glaube, die ganze Stadt plant schon eine Parade, wenn ihr von eurem Sieg gegen Appaloosa zurückkehrt. Das muss sich ja toll anfühlen. Sollte es wohl? Total, denkt einfach auf der Fahrt nach Appaloosa daran, dass jeder dem siegreichen Ponyville-Eimerball-Team von Herzen zujubelt. Ich wette, sogar Prinzessin Celestia kommt euch gratulieren. Na, wenn euch das nicht richtig in Stimmung bringt, dann weiß ich es auch nicht. Ich weiß nicht, von welcher Stimmung Rainbow Dash da gerade geredet hat, aber ich bin sicher, dass ich die nicht hab. Und du? Hey, ich dachte, ihr zwei seid schon richtig in Stimmung. Oh, na ja, die Sache ist, wir denken an die anderen Ponys. Wir denken an uns. Oh, da kommen wir halt nicht hin. Wir kommen garantiert niemals richtig in Stimmung, weil sich unsere Stimmung ganz fürchterlich anfühlt. Weil wir ganz schlecht im Eimerball sind und wir werden verlieren. Und alle Ponys enttäuschen und wir wollen außerdem gar nicht mehr spielen. Ich will noch spielen, falls ihr euch jetzt Sorgen macht. Ich verstehe es einfach nicht. Sie sind Naturtalente. Wieso wollen sie auf einmal nicht mehr spielen? Vielleicht hat es sie nervös gemacht, dass wir ihnen erzählt haben, dass ganz Ponyville sich auf sie verlässt. Was? Ach, das ist doch verrückt. Dass sich die anderen auf einen verlassen, ist genau das, was man zum Konzentrieren braucht. Ernst zu machen, sich ins Zeug zu legen und... sich darauf vorzubereiten, den Gegner aus dem Rennen zu werfen und... und... nichts davon klingt nach Pinky oder Fluttershy. Habe ich recht? Ich schätze nicht. Wir waren so darin vertieft, was für uns wichtig ist, dass wir den beiden den Spaß an dem Spiel genommen haben. Was sollen wir jetzt tun? Pinky? Fluttershy? Wir wissen, dass ihr hier seid. Wir haben jeden Waggon des Zuges abgesucht. Vielleicht müsst ihr noch mal überall suchen. Ja, weil wir nämlich überhaupt nicht hier sind. Und wir sind auf keinen Fall hier, wenn ihr wollt, dass wir gegen das Appaloosa-Team spielen. Oder sonst jemanden. Oh, tut uns leid, dass wir euch enttäuschen. Aber besser jetzt als im Spiel gegen Appaloosa. Ihr müsst nicht gegen das Team von Appaloosa spielen. Müssen wir nicht? Nein, wir nehmen eure Plätze ein. Also müsst ihr euch keine Sorgen mehr machen. Puh, wieso sagt ihr das denn nicht vorher? Aber wir können auf gar keinen Fall ohne Training gegen Brayburns Team antreten. Also müsst ihr noch ein einziges Mal spielen. Ja, gegen uns. Ich weiß, wir haben zuvor die Teams gemischt, aber weil Dash und ich wirklich noch trainieren müssen, spielen wir beide jetzt gegen euch. Ich weiß nicht, wie ihr überhaupt mit uns spielen wollt. Denn wir spielen wirklich ganz fürchterlich.
Darüber macht euch mal keine Sorgen. Applejack und ich brauchen schließlich nur ein bisschen Übung. Yep, gebt ihr zwei nur euer Bestes. Na, das krieg ich hin. Ich glaube, dass ihr beide Training wirklich nötig habt. Spielen. Ja, ich könnte das den ganzen Tag spielen. Nein, danke. Gegen euch zu spielen ist genauso demütigend wie zuvor, als wir noch nicht versucht haben, euch zu zeigen, wie unglaublich gut ihr seid. Warte, was? Na, endlich. Ihr müsst doch bemerkt haben, dass ihr nicht mehr schlecht spielt. Oh, ja. Seltsam. Aber, wieso waren wir denn vorher nicht so gut? Manche Ponys sind nur unter Druck in Höchstform und andere eben nicht. Obwohl wir nicht mal gespielt haben, haben wir unsere Maßstäbe angesetzt, was euch voll gestresst hat. Und das hat euch dann den ganzen Spaß an dem Spiel verdorben. Und Spaß zu haben macht euch wirklich richtig, richtig, richtig gut. Aber es spielt keine Rolle, wie gut wir sind, wenn wir die anderen nicht enttäuschen wollen. Ja, was ist denn mit den Ponys in Ponyville? Die erwarten, dass wir gewinnen. Natürlich wollen alle, dass ihr gewinnt. Aber nicht, wenn der Gedanke daran euch Angst macht. Das wäre ein Sieg nie wert. Aber wie sollen wir es schaffen, uns keine Sorgen zu machen? Tut doch, was ich tue. Einfach nicht darüber nachdenken. Ganz im Ernst, ich denke nie über etwas nach. Niemals. Geht in Ordnung. Und mit noch einem Sprungtor von Pinkie Pie steht es jetzt unentschieden. Ha, ihr seid wirklich unglaublich. Braeburn ist wirklich gut. Und auch das Pegasus. Oh, ich weiß nicht, ob wir noch gewinnen. Wisst ihr, was ich tun würde? Einfach nicht darüber nachdenken. Einfach nicht darüber. Oh, ja, richtig. Und solange es euch Spaß macht, ist es doch egal, ob ihr gewinnt oder nicht. Ich finde, so rum macht es mehr Spaß. Und Pinky gewinnt den Anstoß. Aber ihr Tritt wird abgewehrt. Zurück an Braeburn, dessen Tritt Fluttershy erneut mit einer Parade hält. Der nächste Punkt gewinnt. Es geht spannend hin und her. Fluttershy zeigt ihren patentierten Drehschweif an. Aber Braeburn ist da um. Nein, da kommt Pinky mit einem Salto-Trick. Was für ein Trick! Und das Spiel ist aus! Ponyville gewinnt! Ponyville! 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 Ihr drei habt hier einen ziemlich guten Eindruck hinterlassen. Tja, Cousine, ich muss zugeben. Dein Ponyville-Team hat richtig gut gespielt. Ha! Gut gespielt? Wir haben euch die Hufe unterm Hintern weggefegt. Yep, das kann man so sagen. Ich muss mir für das Rückspiel ernsthaft eine neue Strategie einfallen lassen. Oh, ich würde es nicht zu ernst angehen. Ja! Jedes Pony weiß, das Geheimnis eines guten Spiels ist, einfach viel Spaß zu haben. Ja, so ist es. So, das war die letzte Kiste, Filthy Rich. Ach, nur Rich, bitte. Und im Namen von unserem Scheunenhofladen bedanke ich mich für die neue Saisonbuntapfelmarmelade. Ist uns ein Vergnügen. Bis zum nächsten Mal.
Äppelblum, hast du den Apfelsaft in die gleichen Kisten gepackt wie die Buntapfelmarmelade? Ja, natürlich. Da ich älter geworden bin, wollte ich damit zeigen, dass ich mehr Verantwortung auf der Farm übernehmen kann. Aber die Kisten sind nicht markiert. Du hast dir aufgeschrieben, was in welcher Kiste ist, oder? Yep. Ich habe mir natürlich alles notiert. Gut, denn wir wollen ja nicht, dass Filthy Rich Apfelsaft bekommt, obwohl er Buntapfelmarmelade haben wollte. Du weißt ja, dass Granny ungern Apfelsaft außerhalb der Farm verkauft. Hat Filthy sicher die richtigen Kisten? Natürlich, natürlich! Wieso geht ihr nicht einfach zurück ins Haus und lasst mich hier weiterarbeiten? Wenn Rich die Buntapfelmarmelade bekommen hat, was ist dann das hier? Mehr Marmelade? Nö. My little pony, my little pony. My little pony. Ich fragte, wozu Freundschaft gut sein kann. My little pony. Doch dann botet ihr die Freundschaft mir an. Abenteuer, Spaß und Spiel und etwas fürs Herz. Von allem ganz viel. Lieb und freundlich zueinander sein. Und obendrein gibt's Zauberei. Granny Smith weiß doch, dass ich nie mit einer Ladung Apfelsaft verschwinden würde, oder? Das würde ich garantiert niemals tun. Keine Sorge, wir wissen genau, wessen Schuld das war. Also wieso zum Heuhaufen hast du mich angelogen, Äppelblum? Ich hatte gehofft, ich kann es in Ordnung bringen, bevor es jemand herausfindet. Zu lügen bringt überhaupt nichts in Ordnung. Glaub mir, ich weiß das. Ach, du hast keine Ahnung davon. Du hast in deinem Leben doch noch nie Lügen erzählt. Was ist denn so lustig? Oh, Zuckerstückchen. Als kleines Fohlen hat deine Schwester so viel gelogen, dass die gesamte Familie im Krankenhaus gelandet ist. Was? Yep. Na schön, erzählt ihr schon die ganze Geschichte. Vielleicht bewirkt das was Gutes. Als Applejack und Big Mac ein paar Jährchen älter waren, als du jetzt bist, stritten sie andauernd darüber, wer von beiden die Farm besser leiten würde. Ich hab nur behauptet, dass du vielleicht jede Menge Muskeln hast, aber dass ich bessere Ideen hab, wie man hier alles besser organisiert. Applejack, Applejack, Applejack. Ideen sind ja schön und gut, aber du kannst damit kein Feld pflügen. Ich weiß nicht, wie oft ich schon versucht habe, dir das zu erklären. Viel zu oft. Hört auf zu streiten, ihr zwei Krötenhexen. Fangt an zu arbeiten. Das wäre besser. Ihr müsst dringend in die Stadt fahren. Diesmal ist die Apfelfäule furchtbar und wir brauchen mehr Schutzmittel. Sonst ist die Apfelsaftsaison kürzer als ein Zwergapfelbaum. Das habe ich letzte Woche noch Cousin Brayburn gesagt. Endlich mal ein Pony, das weiß, wie man Probleme angeht. Oh, hallöchen, Filthy Rich. Ach, nur Rich, bitte. Und ich würde euch gerne meine Verlobte vorstellen. Spoiled Milk. Liebes, das sind Applejack und Big Mac. Zwei der fleißigsten Ponys auf Sweet Apple Acres. Ihr arbeitet auf einer Farm? Oh, wie urig. Oh, Liebes, sei nett. Da gibt es hervorragende Buntapfelmarmelade. Die verkauft sich bei meinem Dad am besten. Du meinst, sie verkauft sich bei dir am besten? Mein unglaublicher zukünftiger Ehemann führt jetzt das Rich-Unternehmen. Wusstet ihr das schon? Wie auch immer, jetzt wisst ihr es. Hört nicht auf Spoiled Milk. Sie ist eben stolz auf mich. Aber sie hat recht. Ich führe ab jetzt den Laden und bin voller Ideen, die ich unbedingt umsetzen will. Zum Beispiel? Tja, wie wäre es damit? Die Apfelsaftsaison steht ja bevor. Wieso lasst ihr mich nicht Saft für euch verkaufen? Allerdings eine interessante Idee. Tja, vielleicht ist sie interessant, vielleicht aber auch nicht, aber es ist definitiv keine neue Idee. Granny Smith hat erzählt, dein Großvater Stinky Rich hat sie jedes Jahr gefragt, ob er unseren Saft verkaufen kann. Und Granny hat ihm immer wieder von der Tradition erzählt, dass sich alle Ponys vor Sweet Apple Acres anstellen. Dann starten wir eine neue Tradition. Eines Tages wird einer von euch die Farm übernehmen. Ich habe ja auch Dads Laden übernommen. Und wahrscheinlich wird sie derjenige mit den besten Ideen übernehmen. Tja, naja, ich kann mich da nur immer wieder wiederholen. Ideen sind schön und gut, aber man kann mit ihnen kein Feld... Weißt du was?
Wie wäre es, wenn ihr drei Fässer mit Apfelsaft bekommt? Wenn er sich gut verkauft, verhandeln wir über den Rest. Oh ja, der Handel ist perfekt. Komm, Schätzchen, ich habe noch so viel vorzubereiten. Supi, ich sag dir was, dass ich mal in Zukunft Sweet Apple Acres leite und du deinen Mund hältst, kann ich kaum erwarten. Ich fasse es nicht, dass du dich mit Filthy Rich auf einen Handel einlässt, ohne Granny vorher zu fragen. Ach, Granny wird das gut finden und wird mich zu derjenigen ernennen, die die Farm übernimmt. Das wirst du sehen. Was sehen? Applejack hatte mal wieder eine ihrer großartigen Ideen. Und wir kennen ja meine Meinung über Ideen. Man kann mit Ideen keine Felder pflügen. Yep, stimmt. Mal wieder eine Idee, hä? Eigentlich viel eher eine Möglichkeit. Wir sind in der Stadt Filthy Rich begegnet. Hast du gewusst, dass er das Geschäft übernommen hat? Und was bedeutet diese Möglichkeit jetzt genau für Sweet Apple Acres? Nun, da die Apfelsaftsaison ja bald beginnt, hat er, oder ich meine, dachte ich, es wäre eine gute Idee, wenn er ein paar Fässer Apfelsaft vor dem Beginn der Saison in seinem Laden verkauft. Oh, ist das alles? Kannst du total vergessen! Aber Granny, wieso können wir Filthy Rich nicht ein paar Fässer Apfelsaft geben? Was ist der Unterschied zu damals, als du Filthys Großvater Buntapfelmarmelade angeboten hast? Unser Apfelsaft und Marmelade sind nicht dieselben Dinge. Buntapfelmarmelade behält ihren Geschmack für Monde. Aber Apfelsaft verdirbt, sobald er die Apfelsaftpresse verlässt. Deshalb stellt sich zur Apfelsaftsaison ganz Ponyville bei Sweet Apple Acres an. Wer zuerst kommt, der bekommt. Ich kann verstehen, was du meinst, Granny, aber können wir nicht ein einziges Mal eine Ausnahme machen? Ich habe es ihm versprochen. Außerdem ist Apfelsaft eine schwierige Angelegenheit. Und wahrscheinlich haben wir dieses Jahr sowieso nicht viel Saft bei der Fäule. Tut mir furchtbar leid, Applejack, aber du musst leider dein Versprechen wieder lösen. Ich sag's nur ungern, aber ich hab's dir doch gesagt, aber... Du und ich wissen beide, dass du nichts wirklich ungern sagst. Tja, ich fand es schon immer wichtig, dass man jedem Pony genau das sagt, was man gerade denkt, damit jedes Pony, das zuhört, immer und überall weiß, was man genau denkt. Und... Und damit du nie einem anderen Pony zuhören musst. Was? Richtig gehört. Hey, wenn das nicht meine neue Geschäftspartnerin ist. Was den Apfelsaft betrifft. Sieh nur, was ich letzte Nacht gemacht habe, nachdem wir ins Geschäft gekommen sind. Woohoo! Ziemlich toll, hä? Die Sache ist, ich kann dir leider keinen Apfelsaft geben. Was? Ich habe das nur gemacht, weil du mir dein Versprechen gegeben hast. Wir haben uns schließlich die Hufe geschüttelt. Tja, weißt du, Sweet Apple Acres war Qualität schon immer wichtig. Und wenn ein einfaches Marmeladenglas... Die Ernte war nicht besonders gut dieses Jahr wegen der Apfelfäule. Ha! Hört sich für mich so an, als sucht ihr nur nach faulen Ausreden. Wann immer Großvater mit Granny Geschäfte gemacht hat, hat sie ihr Wort gehalten. Aber wenn du dein Wort nicht halten kannst, sollten unsere Familien keine Geschäfte mehr miteinander machen. Niemals wieder! Jetzt mal halblang. Die Sache ist die, Rich. Das liegt doch gar nicht an uns. Weißt du, Granny ist... Krank! Moment, Granny ist krank? Das konnte ich ja nicht wissen. Yep, kein Pony weiß es. Was Big Mac meint, ist, wir wollen nicht groß drüber reden. Nicht, dass die Leute vorschnelle Entscheidungen treffen, was den Handel mit Sweet Apple Acres betrifft, nur weil er momentan so wenig Hufe bei uns zupacken. Oh wei, natürlich ist es... Tut mir ja so leid. Bitte, sagt mir Bescheid, wenn ich irgendetwas für euch tun kann. Wissen wir zu schätzen, aber im Moment können wir dich in dieser schwierigen Lage einfach nur um dein Verständnis bitten. Mhm. Du solltest Rich einfach nur die Wahrheit sagen, aber du hast es noch schlimmer gemacht mit einer Riesenlüge. Was sollte ich denn sonst tun? Du hast ihn gehört. Hätte ich ihn nicht belogen, hätte er die Geschäfte mit unserer Familie ganz eingestellt. Ja, aber das auch nur, weil ich vergessen habe zu fragen, ob wir für diesen köstlich aussehenden Salat noch Haferstreusel haben. Ja, ich gehe nachsehen. Weil du ein Versprechen gegeben hast, das du nicht halten konntest. Aber wir brauchen eine bessere Lösung als eine üble Geschichte darüber, dass Granny krank ist. Es hat aber funktioniert, oder?
entschuldigt, dass wir unangekündigt reinplatzen. Wir wollten nur vorbeisehen, um Granny eine schnelle Genesung zu wünschen. Oh, Schwester, unser guter Freund Mr. Rich und seine Verlobte sind hier. Oh, sie haben Blumen mitgebracht. Für Granny, denn sie ist ja leider krank, wie du gesagt hast. Das ist wirklich nett. Entschuldigt mich einen Moment. Was zum riesigen Heuhaufen? Oh, tut mir leid, Granny. Ich hab dich gar nicht gesehen. Du hättest gar nicht sehen können, so schnell, wie du hier hereingesaust bist. Gehst du kurz in die Scheune? Ich glaube, wir haben da eine Flasche mit Schutzmittel stehen lassen. Verlierst du jetzt deinen apfelpflückenden Verstand? Es ist Abendbrotzeit! Ich weiß, aber ich will das Schutzmittel unbedingt noch vor der Dunkelheit haben. Geh ruhig, ich sag Big Mac, dass du gleich wieder zurück bist, okay? Tja, und von diesem Moment an nannte ich mich selbst eben Big Mac oder Großer oder... Oh, Applejack, dein Bruder hat uns gerade erklärt, wieso er immer sein Joch mit sich rumschleppt. Obwohl wir ihn nur gefragt haben, wie es eurer Großmutter inzwischen geht. Oh, ihr wisst ja, Big Mac gerät immer gerne ins Erzählen, vor allem, wenn er aufgebracht ist. Naja, und jetzt macht er sich natürlich auch Sorgen um Granny, wie ich. Oh je, steht es denn so schlimm? Tja, so viel ist sicher. Es sollte sie im Moment kein Pony besuchen. Ehrlich gesagt beunruhigt mich allein schon der Gedanke daran. Entschuldigt mich. Ha! Was zum geputzten Apfelkern ist denn in dich gefahren? Entschuldige, Granny. Ich hab gedacht, wenn ich dir helfe, geht es viel schneller. Tja, du kommst zu spät. Alle Sprühflaschen sind hier. Oh, gut. Sag mal, Granny, wann hatten wir zum ersten Mal Apfelfäule? Es war in meinem zweiten Jahr hier in Ponyville und das war, bevor ich mir so schrecklich das eine Knie verrenkte. Und die anderen meinen, deshalb wären die Bäume so irrsinnig hochgewachsen. Aber ich habe jedenfalls meinen Schönheitsfleck bekommen. Aber wir wollten doch nur wissen, wann wir Granny endlich besuchen dürfen. Big Mac wollte nicht unhöflich sein, aber ihr könnt jetzt nicht zu Granny. Tut mir leid, denn sie hatte... die Apfelfäule! Ich dachte nur, die Bäume wären davon befallen. Ja, so ist es für gewöhnlich. Die Ärzte glauben, es kommt durch die jahrelange Arbeit auf der Plantage. Wisst ihr, wir mussten mit Granny ins Ponyville-Krankenhaus. Als ihr gekommen seid, waren wir gerade erst zurück. Oh, pfei, das ist ja fürchterlich. Es ist doch nicht ansteckend, oder? Euch wird sicher nichts passieren, aber ihr solltet gehen. Nur für alle Fälle. Du hast recht. Wir müssen uns beeilen, wenn wir dort sein wollen, bevor noch die Besuchszeiten vorbei sind. Das stimmt. Wartet, wohin? Na, ins Krankenhaus natürlich. Ich bin sicher, wir sehen uns dann dort. Filthy Rich zu erzählen, dass Granny im Krankenhaus ist, hat alles nur noch schlimmer gemacht. Was sollen wir denn jetzt tun? Ich hab's. Hab ich meine zweitbesten Zähne im Schweinestall verloren und das war der schlimmste Fall von Apfelfäule, der mir in all den Jahren begegnete. Ich würde gern noch mehr hören, Granny, aber wir müssen leider sofort ins Krankenhaus. Ins Krankenhaus? Wieso? Wer ist krank? Du bist es, wie es aussieht. Was er meint ist, dass du im Krankenhaus gebraucht wirst. Aber wieso denn? Wegen der Apfelfäule. Es sind jetzt auch schon Ponys infiziert. Die Ärzte brauchen eine Expertenmeinung und kein Pony weiß mehr über diese Fäule als Granny Smith. Tja, worauf zum Heuhaufen warten wir denn noch? Na dann los! Weißt du, wir gehen besser durch den, Hintereingang. Um den Ponys mit Fäule im Wartezimmer auszuweichen. Ups, ich hab da was vergessen. Das ist perfekt. Jetzt musst du keine Angst haben, die Fäule zu bekommen. Gut, wenn du das sagst, Liebes. Jetzt warte bitte hier, während ich... ich gehe mich kurz erkundigen. Was zum faulen Rhabarber ist denn hier los? Das ist ja schön, euch zwei hier zu sehen. Wir sagten doch, dass wir sie besuchen gehen. Oh, gut, dass wir dir begegnet sind, denn wir können Grannys Zimmer nirgendwo finden. Und auch keine der Schwestern hat irgendwas von einem Pony mit Apfelfäule gehört. Grannys Zimmer?
Sicher doch. Ihr geht dort entlang, dann nach links, dann nach rechts, ein paar Treppen hinunter, dann ein paar Treppen hinauf, durch die Cafeteria noch dreimal links und dann seid ihr da. So leicht wie Grannys Apfelkuchen. Kommst du denn nicht mit uns? Nein, ich komme nach. Ich suche gerade Big Mac. Okay, Granny, warte hier noch ein Sekündchen und dann können wir gehen. Wo wollt ihr zwei denn hin? Big Mac kommt nicht mit. Er ist vielleicht ansteckend. Ansteckend? Okay, komm hier rauf. Ich deck dich zu. Dann hole ich Rich herein und sag, du wärst Granny. Wir dürfen aber die Laken nicht wegziehen. Stöhn ein paar Mal, er geht und die ganze Sache ist vorbei. Das läuft wirklich langsam außer Kontrolle, Applejack. Du dachtest, Apfelsaft in Filthys Laden zu verkaufen, sei eine gute Idee. Aber sie ist es nicht wert, ihm vorzumachen, Granny sei krank und müsste sogar ins Krankenhaus. Oder Granny vorzuflunkern, sie solle hierher kommen, um über die Fäule zu berichten, oder... Big Macintosh, kannst du mir bitte nur einmal zuhören? Es geht nicht um meine Ideen. Wenn Rich von all den Lügen erfährt, arbeitet er nicht mehr mit uns zusammen und die Farm geht unter. Willst du, dass das passiert oder willst du jetzt doch helfen? Wieso bist du nicht Granny? Du hast ihre Größe und es ist alles deine Schuld. Würde ich ja tun, aber wenn ich dir das Reden überlasse, brabbelst du immer weiter, bis wir auffliegen. Bleib einfach liegen, verhalte dich still und versprich mir, dass du wenigstens einmal im Leben deine Klappe hältst. Yep. Granny! Granny! Wird ja auch Zeit! Sag mir, was hier los ist! Granny, sie bitten dich hier zu warten. Ich komm dich holen. Ah, da bist du ja. Wir laufen die ganze Zeit im Kreis und suchen nach Grannys Zimmer. Tja, ihr habt Glück, denn es ist gleich hier drüben und dieses Mal sorge ich dafür, dass ihr euch nicht verlauft. Was zum Heuhaufen? Was ist denn jetzt los? Ich meine, sie war eben noch hier. Oh nein, wir müssen gehen. Ist das Granny Smith? Wo bringen Sie sie denn hin? Ihr zwei, stoppt das Krankenbett. Granny, was tust du denn? Du solltest doch da warten. Das war aber eine Abstellkammer. Oh, tja, okay, komm mit mir, aber bitte sei leise. Damit du deine Stimme schonst für die große Präsentation. Tut mir leid, ohne Kittel und Mundschutz dürfen Sie den Raum nicht betreten. Aber das ist mein Bruder auf dem Bett. Keine Sorge, das ist unsere beste Ärztin. Sie bringt ihren Bruder in 0, nichts wieder auf die Hufe. Also, Apfelfäule ist eine ernste Krankheit. Bitte? Sagte sie gerade Apfelfäule? Nein, sie sagte Fohlenreude. Und verfärbt sich der Stamm erstmal rot wie dieser, kann man nur noch eines tun, die Äste stutzen. Oh, oh nein, Granny! Sagten Sie gerade, die Äste stutzen? Natürlich, was soll man sonst tun, wenn die Apfelfäule so schlimm wird? Eigentlich ist alles eine Lüge. Oh, Big Mac? Granny Smith? Was geht hier eigentlich wirklich ab, Applejack? Das ist eine verdammt gute Frage, Filthy. Vielleicht hatte ich einfach nur Angst, kein Pony würde sich für meine Ideen interessieren. Oder dass ich am Ende nicht unsere Farm leiten würde. Aber ich habe Filthy Rich etwas versprochen, das ich nicht halten kann. Und es war mir zu peinlich, es zuzugeben. Also war Granny niemals krank? Und es gibt keine Apfelfäule bei Ponys? Nö. Nein, das waren alles Lügen. Und ich dachte, wenn du es herausfindest, würdest du keine Geschäfte mehr mit uns machen. Also habe ich immer weiter gelogen. Also ist sie gar keine Ärztin?
Bitte lasst Granny und die Farm nicht unter diesen Lügen leiden. Diese ganze Geschichte ist meine Schuld. Das entspricht nicht ganz der Wahrheit. Wenn ich vielleicht ein bisschen mehr darauf gehört hätte, was du zu sagen hast, anstatt selbst immer zu reden, wäre das vielleicht alles gar nicht passiert. Ich muss einfach weniger reden und mehr zuhören. Und vor allem dir. Danke, großer Bruder. Und egal, ob ich Sweet Apple Acres leite oder du, unsere Farm ist immer in guten Hufen. Das ist ja nett, aber ich habe keinen blassen Schimmer, was ihr da redet. Ich habe überhaupt nicht vor, irgendwas zu ändern. Die Farm leiten. Nicht nach dieser Darbietung. Ganz sicher nicht. Und komm du bloß nicht auf die Idee, die Geschäfte mit Sweet Apple Acres zu beenden. Sonst marschiere ich gleich zu deinem Großvater. Kapiert? Ja, Ma'am. Also, wer von euch will jetzt noch mehr über die Apfelfäule hören? Als ich noch ein kleines Fohlen war. Ich kann nicht glauben, dass du so viele Lügen erzählt hast. Und ich bin ganz sicher nicht stolz darauf. Aber das hat mir eine Lektion fürs Leben erteilt, immer ehrlich zu sein. Und ich hoffe, du lernst auch etwas daraus. Ja, aber natürlich. Zum Beispiel, dass kein Pony von Anfang an perfekt ist. Und manchmal macht eben jeder Fehler, um herauszufinden, wer man ist. Yep. Aber was ich aus deiner Geschichte wirklich gelernt habe, ist, wer Sweet Apple Acres leitet. Granny! Ja, genau so ist es. Und jetzt reicht es mit all dem Gesäusel, zurück an die Arbeit. Aber zuerst trinken wir noch ein Gläschen von unserem Apfelsaft. Kannst du mal helfen? Die Zelte stehen gut. Und wir liegen gut in der Zeit. Bei dem Tempo sind wir morgen sicher bei den Winsome Falls. Könnten wir doch den jährlichen Große-Schwester-Kleine-Schwester-Camping-Ausflug jedes Wochenende machen. Dann wäre der Ausflug aber nicht jährlich. Und wäre er jedes Wochenende, dann wäre er nichts Besonderes. Aber je öfter wir es tun, desto besser werden wir im Campen. Weißt du noch, als wir das erste Mal hier waren und Rarity mit dem Riesenzelt ankam? Das habe ich gehört. Ich bin schon viel besser im primitiven Leben geworden. Yep. Dieses Mal hast du sogar nur 3 Koffer mitgenommen. Ich weiß genau, was ihr denkt. Aber ich verspreche, ich habe nur das Nötigste eingepackt. Wie diese komischen Lichtdinger? Natürlich. Wozu hat man ein Leben, wenn man es sich nicht wunderschön macht? Diese Beeren scheinen schön reif zu sein. Nicht! Hier in meinem Buch steht, dass sie extrem giftig sind. Was? Ich habe was gehört und bin auf was getreten. Und dort ist eine gruselige Höhle. Ich glaube, ich habe hier draußen wohl immer noch etwas Angst. Obwohl wir ja schon mal campen waren. Nur keine Sorge, Kleine. Du hast diesmal doch eine große Schwester dabei. Das sieht super aus. Das wird sicher der beste Große-Schwester-Kleine-Schwester-Camping-Ausflug aller Zeiten. My little pony, my little pony. Freundschaft gut sein kann. My little Pony. Doch dann botet er die Freundschaft mir an. Abenteuer, Spaß und Spiel und etwas fürs Herz. Von allem ganz viel. Lieb und freundlich zueinander sein. Und obendrein gibt's Zauberei. Diese Flugspinnen stammen aus der Mondbucht. Sie kommen sonst nicht so weit nach Osten.
Sie wurden vom Essen angelockt. Wir warten hier, bis sie weg sind. Zum faulen Apfel! Was sollen wir denn jetzt tun? Wir wollten was spielen und Marshmallows rösten. Und hier drin haben wir gar nichts. Hm, das ist nur bedingt richtig. Wir haben einander. Das stimmt. Und wenn ihr möchtet, können wir uns auch die Zeit mit Geschichten vertreiben. Ihr wollt Geschichten hören? Ich kenne tonnenweise Geschichten. Spoiler-Alarm, sie handeln von mir und wie unglaublich ich bin. Naja, ich dachte eher an Lagerfeuergeschichten. Aber wir haben doch noch nicht mal ein Lagerfeuer. Das kriege ich hin. Wow, das war mutig. keine große Sache. Aber keine Gruselgeschichten wie beim letzten Campingausflug, ja? Ist schon schlimm genug, hier drin festzuhängen. Nur keine Sorge, Scootaloo. Ich erzähle euch meine und Applebloms Lieblingsgeschichte. Oh, die von Rockhoof, die höre ich am liebsten. Er war so stark und als er... Appleblum! Psst, wir kennen sie noch nicht. Oh, okay. Aber sie ist so toll. Ja, das stimmt. Rockhoof war weit und breit bekannt für seine Kraft. Aber das ist nicht immer so gewesen. Wisst ihr, Rockhoof war ein wirklich kleines Kerlchen, das Kind eines Bauern. So wie wir. Sie lebten in einem Dorf, das am Fuße eines riesigen Vulkans lag. Dieses Dorf wurde von gut ausgebildeten Wachponys beschützt. Sie nannten sich Mächtige Helme. Der junge Rockhoof wollte unbedingt auch zu den Mächtigen Helmen gehören. Aber sie sagten ihm, er sei zu dürr und schwach, um das Dorf zu beschützen. Doch Rockhoof akzeptierte diese Absage nicht. Und an einem schicksalhaften Tag brach der Vulkan aus. Die flüssige Lava floss langsam den Vulkan herunter. Und so sehr sie es versuchten, die mächtigen Helme schafften es nicht, das Dorf zu retten. Sie mussten es evakuieren. Doch die Dorfponys wollten ihre Häuser nicht verlassen. Sie hatten ihr ganzes Leben dort verbracht und wussten nicht, wohin. Da beschloss Rockhoof, etwas ganz Verrücktes zu tun. Dachte, wenn er den Fluss der Lava umleiten würde, könne er sein Dorf retten. Und er begann, einen Graben auszuheben. Warte mal. Rockhoof ganz allein? Es ist unmöglich, dass ein Pony ganz allein so schnell einen Graben aushebt und so viel Lava aufhält. Ich meine, nicht mal ich könnte das. Gut, dass Rockhoof nicht mal über das Wort unmöglich nachgedacht hat. Er grub weiter, obwohl die Chancen schlecht standen. Doch er war entschlossen, es zu schaffen. Dann geschah etwas Magisches. Rockhoof wurde unversehens stärker. Aber die Lava kam immer näher. Und seiner Willenskraft hatte sich Rockhoof seinen Platz bei den mächtigen Helmen mehr als verdient. Eine gute Geschichte, Applejack. Auch wenn sie nicht von mir handelt. Egal, wie oft ich diese Geschichte höre, ich liebe sie einfach. Sehen wir doch mal nach, wie es um unser Lager steht. Mädels, es gibt kein Lager, an das wir zurückgehen können. All unsere harte Arbeit ist ruiniert. Na, na, Sweetie Belle, mach dir mal keine Sorgen. Wieso nicht? Unser Camp war so hübsch und diese Höhle so... gar nicht. Oh,
nein, 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 nein. Das stimmt nicht. Schönheit steckt in allen Dingen. Selbst diese öden Steine sind nicht so öde. Wenn man genau hinguckt, kann man goldene Flecken entdecken. Und sieh dir nur mal an, wie der Feuerschein auf der Wand tanzt. Schatten und Licht. Oh, das ist wunderschön. Sweetie Belle, habe ich dir eigentlich je meine Lieblingsgeschichte erzählt? Nein. Hast du überhaupt eine? Ihr Name war Haysmaine. Haysmaine? Ist das nicht die alte faltige Zauberin mit der Blume? Ja. Aber habt ihr gewusst, dass sie vor langer, langer Zeit das schönste Einhorn im ganzen Land gewesen ist? Nein. Und was ist mit ihr passiert? Nun, die junge Haysmaine war eine vielversprechende junge Zauberin. Doch sie war nicht nur talentiert, sondern auch wunderschön und freundlich. Alle Ponys liebten sie und vermissten sie, als sie auf die Elite-Zauberschule geschickt wurde. Während sie fort war, erfuhr sie voller Freude, dass ihre beste Freundin Sable Spirit zur Kaiserin ernannt wurde. Sie konnte es kaum erwarten, nach ihrem Abschluss nach Hause zurückzukehren. Doch als sie dort ankam, war sie schockiert von dem, was sie sah. Was ist hier geschehen? Die Kaiserin ist geschehen. Alle Ponys müssen Tag und Nacht an ihrem Palast arbeiten. Deshalb können wir uns nicht mehr um andere Dinge kümmern. Ich kenne sie doch. Das kann nicht sein. So etwas würde sie nie tun. Doch es war nicht zu leugnen, was sie dort sah. Sable Spirit nahm den anderen Ponys alles weg, was schön war. Aber Haysmaine war überzeugt, dass es eine Erklärung geben musste. Das würde ich auch denken, wenn einer behaupten würde, eine von euch beiden sei böse geworden. Ja, ich würde das nie glauben. Keine Ahnung, ich weiß ja, wie ihr drauf seid, wenn ihr nicht gefrühstückt habt. Kleiner Scherz, ich ginge der Sache auf die Spur. Genau das tat Haysmaine. Sie wollte ihre Freundin zur Rede stellen. Sable, bist du es? Sag nicht, du erkennst deine alte Freundin nicht wieder. Nein, tue ich nicht. Meine Freundin würde niemanden für einen lächerlichen Palast bis zum Umfallen schuften lassen. Lächerlich? Mein Palast ist ein Leuchtfeuer an Schönheit. Jedes Pony, das daran vorbeiläuft, erstarrt vor Ehrfurcht. Was nutzt ein hübscher Palast, wenn er nur das Elend anderer Ponys repräsentiert? Nein, Schönheit ist alles. Du hast mir das beigebracht. Was? Du warst immer die Hübscheste. Du besuchtest die beste Zauberschule. Alle Ponys haben dich vermisst und alle Ponys haben dich geliebt. Ich muss zugeben, ich war neidisch. Also habe ich einen Zauber ausprobiert, der mich ebenfalls hübsch machen sollte. Sieh dir an, was dabei herauskam. Und da ich keine Schönheit bekommen konnte, nahm ich sie mir einfach. Ich wurde nicht zur Kaiserin ernannt, ich riss die Krone an mich. Ich nahm sie mir und nun kann ich mir alles andere auch nehmen. Das kann ich dir nicht gestatten. Mir gestatten? Dachten, Sable Spirit sei besiegt und es sei vorbei. Doch Haysmaine wusste, dass sie noch mehr helfen konnte. Schönheit ist nicht alles, aber Haysmaine wusste, dass sie andere Ponys auch zum Lächeln bringen konnte. Sie brachte ein großes Opfer, um ihre Freunde und Familien wieder glücklich zu machen. Einschließlich Sable Spirit. Das für mich getan? Und das sogar, nachdem ich so schrecklich grausam gewesen bin? Sable Spirit war so gerührt und schwor, wie ihre Freundin Gutes zu bewirken.
Von da an herrschte sie mit Freundlichkeit und Mitgefühl. Obwohl sie ihre äußere Schönheit weggegeben hatte, setzte sie sich in ihrem ganzen Leben dafür ein, Schönheit in ganz Equestria zu verbreiten. Immer wenn man einem anderen Pony eine Freude macht, indem man ihm zum Beispiel Blumen schenkt, tritt man in die Hufstapfen von Haysmane. Das ist jetzt auch meine Lieblingsgeschichte geworden. Flugspinnen wollen nicht abhauen. Was wollen die denn von uns? Tja, ich würde mal sagen, sie haben Hunger. Und das beweisen wohl diese Bisse. Was sollen wir tun? Sie sind schon fast bei uns. Was? Jetzt kommen diese Viecher hier nicht rein. Und wir nicht mehr raus. Wir sollten lieber ruhig bleiben. Ich mache das Feuer an. Wir müssen nur warten, bis der Schwarm weiterzieht. Wir kommen hier schon wieder raus. Wie lange wird das dauern? Leben Bären nicht auch in Höhlen? Wow, 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 Scootaloo. Du konzentrierst dich auf die falschen Dinge. Hast du denn eine Idee? Fast. Aber ich habe eine Geschichte. Lass mich raten. Sie handelt von dir. Naja, irgendwie. Sie handelt von meinem Lieblingshelden, Flash Magnus. Das Pony, das sich mit den Drachen angelegt hat? Drachen? Gemeine große oder so kleine wie Spike? Oh, das waren auf jeden Fall die richtig gemeinen großen Drachen. Es wird nicht gruselig. Komm näher zu mir, wenn du willst. Vor langer, langer Zeit, bevor die Wonderbolts gegründet wurden, war Flash Magnus ein niederer Kadett der königlichen Legion. Und die Legion musste zu ihren Kameraden auf der anderen Seite des Drachenlandes fliegen. Doch als sie sich den Drachen näherten, griffen die Drachen an! Du hast gesagt, es wird nicht so gruselig! Gut, Ayo, wenn du mal kurz wartest! Was? Ich sagte, wenn du mal kurz wartest, wird dir das Ende sicher gefallen. Also, wie schon gesagt, Flash Magnus und seine Legion wollten an den Drachen vorbeifliegen. Aber die Drachen ließen das nicht zu. Alle Ponys zurückziehen! Flash Magnus und ein paar Kadetten wurden von der Legion getrennt. Er konnte entkommen. Doch die Drachen fingen seine Freunde und brachten sie in ihr Versteck. Commander, wir müssen unsere Kameraden retten. Ich weiß deine Loyalität zu schätzen, Flash Magnus, aber es ist unmöglich, an den Drachen vorbeizukommen. Das wird nicht gehen. Der Commander hatte recht. Gegen Drachen kommt man nicht an. Doch, kommt man, wenn man Grips hat. Commander Ironhead, ich weiß, dass ich die Drachen abschütteln kann. Wenn ich sie dazu bringe, mich zu verfolgen, können die anderen unsere Freunde befreien, bevor die Drachen zurückkommen. Willst du dieses Risiko wirklich eingehen, Soldat? Ja, will ich, Sir. Das ist eine äußerst mutige Tat. Du wirst dazu aber Hilfe brauchen. Ist das Nititos? Der feuerfeste Schild? Er beschützt seit Generationen unsere Helden. Und heute weiß ich niemanden, der den Schutz von Nititos mehr verdient hätte. Viel Glück, Soldat! Hey, fangt mich doch, ihr Feuerstinker! Wenn ihr könnt! Hey, hey, komm, fangt mich! Hey, ich bin hier drüben! Während Flash
Magnus mutig um sein Leben flog, konnte Commander Ironhead alle seine Soldaten retten. Flash Magnus flog wie der Wind. Schneller als die Drachen. Aber er konnte das nicht ewig durchhalten. Zum Glück hatte er einen Plan. Er führte die Drachen mitten in einen Sturm, den die Legion erschaffen hatte. Nach einer Blitzkostprobe zogen sich die Drachen zurück. Flash war aufgegangen. Wow, das Ende war echt toll. Sag ich doch, er war immer mein Vorbild, wenn es darum ging, tapfer zu sein. Mhm. Ja, ich glaube, er erinnert mich an dich. Du glaubst? Komm schon, ich bin wie er. Hey, hört ihr das? Nein, ich höre gar nichts. Ja, das ist richtig. Diese blöden Flugspinnen sind fort. Wir können raus. Oh! Oder auch nicht. Sehen wir nach, ob wir auf der anderen Seite rauskommen. Du meinst, wir sollen noch tiefer in die gruselige Höhle reingehen? Scootaloo, denk einfach an die Geschichte. Du musst so mutig sein wie ich und Flash Magnus, okay? Ich höre Wasser. Und wo es fließendes Wasser gibt? Gibt es vielleicht einen Weg hinaus? Oh. Okay, bei drei. Eins, zwei, drei! Soll man da sagen? Wir haben sogar eine Abkürzung zu den Winsome Falls gefunden. Oh, sie sahen noch nie so schön aus. Naja, fast jedenfalls. Oh. Tut uns leid, dass unser Ausflug nicht so ist, wie wir es erhofft hatten. Machst du Witze? Dieser Ausflug ist Wahnsinn! Ehrlich? Wir haben so viele Geschichten gehört und ein Abenteuer erlebt. Moment, wollt ihr denn noch hierbleiben? Aber natürlich, und ob! Wir verwandeln die Bäume in einen wunderschönen Unterschlupf. Wir sammeln ein paar große Äste, um dir beim Bauen zu helfen. Und wetten, wir finden auch ein paar Beeren? Kommt schon! Oh, ich bin schon gespannt, was im nächsten Jahr alles passiert. Ihr wisst ja, dass wir den Tag schon längst im Kalender eingetragen haben. Aber heute ist es soweit. Yep. Ist es? Was? Die Konfluenz. Die Ernte, auf die wir seit 100 Monden warten. Es bedeutet, dass alle Äpfel zur gleichen Zeit reifen. Big Mac war lange wach und hat einen Plan ausgearbeitet, damit wir keinen Baum übersehen. Und jetzt müssen wir nur ein paar Tage hart arbeiten. Wer ist dabei? Oh, das sieht nach ganz schön viel Arbeit aus. Oh, nur keine Sorge, mein Schnurzelchen. Wir haben diese Konfluenz unter Kontrolle. Ich habe Hilfe organisiert. Ist ja toll, Granny. Twilight und die anderen haben nämlich mit der Schule zu tun. Da brauchen wir ein paar starke Hufe. Wer ist das? Sprayburn? Honeycrisp? Hihihi, noch viel besser. Oh, Hallöchen, Leute. So wächst man also ein Pony auf. Goldie Delicious. Granny hat gesagt, ihr braucht noch Hilfe bei der diesjährigen Konfluenz. Also komme ich angetrabt. Nun, bei der anstehenden Ernte sind wir für jede Hilfe dankbar, die wir kriegen. Denke ich. Yep. Wisst ihr, was euch wirklich fehlt? Ich sag's euch, der große Setzling.
Der beschafft euch immer eine gute Ernte, jenseits aller Konfluenzen. Der große Setzling? Oh nein, dieses alte Stutenmärchen hatte ich schon ewig vergessen. Der große Setzling ist kein Stutenmärchen. Er ist ein magischer Erdgeist und besteht aus allen Farben der Ernte. Er reist von Farm zu Farm und fordert die Ponys heraus, ihn zu fangen. Die, die besonders erfinderisch sind, werden mit Saatgut beschenkt, das jederzeit gedeiht. Und er ist so wahr wie du und ich. Soweit ich mich noch erinnern kann, hat Äppelblum dem großen Setzling mit Vergnügen Fallen gestellt, als sie noch ein kleines Fohlen war. Ja, aber inzwischen ist sie dafür zu alt geworden, oder Äppelblum? Oder vielleicht bin ich jetzt endlich alt genug, um ihn zu schnappen. Wer kommt mit mir? My little pony, my little pony. My little pony. Ich fragte, wozu Freundschaft gut sein kann. My little pony. Doch dann bot er die Freundschaft mir an. Abenteuer, Spaß und Spiel und etwas fürs Herz, von allem ganz viel, lieb und freundlich, zueinander sein und obendrein gibt's Zauberei. Seine allerbeste Freunde seid ihr. Äppelblum, du hast den großen Setzling zuletzt als Fohlen gejagt. Wieso ziehst du jetzt plötzlich wieder los? Die Konfluenz wird so riesig, da wird er bestimmt hier auftauchen. Wenn wir ihn fangen, werden immer alle Äpfel reifen, in jeder Saison. Richtig, Goldie? Ganz recht, Jungsfohlen. Ist das zu fassen? Sweet Apple Acres wäre die erfolgreichste Plantage in Equestria. Werdet ihr mich entschuldigen? Ich habe noch sehr viel zu tun. Vergiss aber eins nicht, wir haben auch noch viel zu tun. Es geht doch nichts über ein Fohlen, das der Ernte entgegenfiebert. Ich gönne Äppelblum jeden Spaß. Aber wir haben auch noch sehr viel Arbeit vor uns und da darf uns ein Märchen nicht ablenken. Oh, nur keine Sorge, Zuckerschnute. Äppelblum kann den großen Setzling jagen, solange sie will. Und wenn du Angst hast, all die Arbeit nicht zu schaffen, solltest du mit deinem Bruder langsam anfangen, die Ernte einzuholen. Granny hat recht. Komm, Schlafmütze, an die Arbeit. Tja, und hätte sie zwei gekriegt, hätte sie Zwillingsbären gehabt. Ich schätze es wirklich, dass sie uns helfen möchte, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie uns wirklich hilft. Das erinnert mich an den Moment, als Dotty, das ist mein kleiner Gepard, herausfand, wo ich die Katzenminze verwahre. Ich höre mir ihre Geschichten ja immer gerne an, aber wie es aussieht, bleibt die Ernte wohl an uns hängen. Du solltest unseren Plan vielleicht überarbeiten. Yep. Und so sehr ich mir auch wünsche, dass Äppelblum uns hilft, ist nichts dagegen einzuwenden, dass sie heute den großen Setzling jagt. Oder? Oh, Big Mac! Ich hab dich! Oh, oh, du bist nicht der große Setzling. Nö. Wir sind gestern etwas in Verzug geraten. Wir müssen heute unser Bestes geben. Wenn dein Bruder so sein Bestes gibt, sind wir sicher erledigt. Er hat die ganze Nacht einen neuen Plan gemacht, damit wir in der Zeit bleiben. Ich habe auch nicht geschlafen. Ich war zu aufgeregt. Vielleicht habe ich in der Nacht den großen Setzling gefangen. Ich hoffe, ihr könnt Äppelblum wieder aufmuntern, wenn ihre Fallen leer geblieben sind. Hey, Ponys, kommt schnell! Das müsst ihr dringend sehen! Was zum Apfelkern soll jetzt diese ganze Aufregung? Seht doch! Der große Setzling war hier, das war er! Na, da flicht mir doch einer die Mähne. Das sieht aus wie das Werk des großen Setzlings. Ich wusste es, er war...
unglaublich. Ist das nicht wunderschön? Ich kann nicht glauben, dass der große Setzling wirklich hier gewesen ist. Nein, ich auch nicht. Was hat das wohl zu bedeuten? Wenn ich ehrlich bin, sieht es aus, als würde er dich herausfordern. Er war hier und bittet dich, ihn zu fangen. Meint ihr, ich habe echt eine Chance? Du bist eine Apple, oder? Nun, wenn du genügend Fallen aufstellst, dann wirst du ihn doch sicher fangen. Du hast recht. Und genau das werde ich jetzt tun. Pass nur auf, großer Setzling. Ich komme! Wieso tust du ihr so etwas an? Was tue ich wem an? Du weißt, was ich meine. Wir haben genug zu tun. Wieso lenkst du Appleblum ab und legst ihr Apfelspuren und gibst vor, der große Setzling zu sein? Das habe ich überhaupt nicht getan. Wie zum stinkenden Heuhaufen kommst du auf einen solchen Unsinn? Naja, irgendein Pony war's. Und sie scheint eine Menge Spaß daran gehabt zu haben. Ich habe nur Spaß daran, weil Appleblum solch einen Spaß daran hat. Aha. Und ich nehme an, ihr zwei wart es auch nicht. Nö. Natürlich nicht. Aber vielleicht könnten es Goldis Kätzchen gewesen sein. Frag es doch mal. Kannst du nicht in Betracht ziehen, dass es doch der große Setzling gewesen ist? Haha, sehr witzig. Manchmal habe ich das Gefühl, sie ist ein halbes Maultier. Appleblum? Haben wir noch Seile irgendwo? Ich muss eine Menge Fallen aufstellen, um den großen Setzling zu fangen. Genau darüber möchte ich sehr gern mit dir reden. Klar bist du sehr aufgeregt, aber wir brauchen heute auch deine Hilfe. Willst du wirklich deine Zeit damit verschwenden, etwas zu jagen, das vielleicht noch nicht einmal existiert? Was? Aber der große Setzling existiert. Du hast es doch gesehen. Meinst du, so etwas passiert ganz von selbst? Keine Ahnung, wer dahinter steckt. Aber es war garantiert nicht der große Setzling. Wieso nicht? Der große Setzling ist ein Märchen, damit die Fohlen Spaß bei der Ernte haben. Du bist inzwischen alt genug, um zu wissen, dass es Zeiten für Spaß und Arbeit gibt. Aber wenn ich den großen Setzling fange, wird uns das helfen. Er kann dafür sorgen, dass die Bäume immer blühen. Okay, jetzt pass mal auf. Wenn du heute bei der Ernte mithilfst, lege ich heute Abend mit dir Fallen für den großen Setzling aus. Okay? Wuhu! Ja, absolut okay. Sieh mal, das sieht ganz nach dem großen Setzling aus, oder? Natürlich, wenn es hunderte von Äpfeln in mehreren Reihen wären. Naja, wenn genügend Äpfel heruntergefallen sind. Vielleicht vom Wind oder von den Tieren. Ich will damit nur sagen, dass es viele Erklärungen geben kann. Und eine davon ist der große Setzling. Und die anderen eben nicht. Als Fohlen hast du das noch ganz anders gesehen. Was soll das denn heißen? Als deine Schwester so alt war wie du, wollte sie andauernd den großen Setzling fangen. Sie war noch viel schlimmer als du. Nicht auszuhalten. Ach, ist das so? Erzähl mal, Granny. Nun, ich glaube, es war bei der letzten Konfluenz. Ja, kann sein. Jedenfalls wurde ich gebeten, deine Schwester im Auge zu behalten. Aber die kleine Apfelkitsche entschlüpfte mir einfach. Applejack, schwing deine Flanken hier rüber. Du solltest doch die Scheune noch aufräumen. Entschuldige, Granny. Ich muss nach meinen Fallen sehen. Nicht, dass der große Setzling mir noch entkommt. Wo war noch mal die letzte Falle? Zur Apfelknuspe, wo ist die Kleine schon wieder hin? Den größten Teil des Tages saß sie in ihrer eigenen Falle fest. Und ich konnte bei der Ernte nicht mithelfen, weil ich wie ein kleines Fohlen gedacht hatte. Ich hatte Schuldgefühle, weil alle Ponys meinetwegen noch härter arbeiten mussten. Damals beschloss ich, dass ich inzwischen zu alt war, um meine Zeit mit dem großen Setzling zu verschwenden.
Wir haben die Ernte problemlos eingebracht. Aber wir haben noch jahrelang über diese Geschichte gelacht. Und ich lache immer noch. Tut mir leid, dass das passiert ist, Applejack. Aber es wird anders, wenn wir zusammen Fallen aufstellen, wie du es versprochen hast. Zusammen sind wir doppelt so schnell und die Ernte bleibt auch nicht liegen. Gut, dann mal an die Arbeit. Ich hatte ganz vergessen, wie lustig es ist. Wenn es zwei Ponys gelingt, den großen Setzling zu fangen, dann uns. Ich freue mich schon so auf morgen. Ja, aber wir haben mit der Ernte noch viel zu tun. Also versprich mir zu helfen, auch wenn alle deine Fallen leer bleiben. Ich verspreche es. Solange du bereit für die große Ernte bist, die der große Setzling uns beschert, wenn er in einer unserer Fallen landet. Okay. Na, das höre ich doch. Wow. Ist doch nicht zu glauben, oder? Das hat sicher die ganze Nacht gedauert. Yep. Nichts. Hä? Ich habe in allen Fallen neben den Spuren nachgesehen. Sie waren alle ausgelöst, aber es saß niemand drin. Alle wurden ausgelöst? Also ein Tier war das nicht. Oder der Wind. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber vielleicht ist der große Setzling ja doch hier gewesen. Also kannst du dir nun doch vorstellen, dass der große Setzling echt ist? Ich wüsste nicht, wer sonst solche Spuren hinterlassen und alle Fallen auslösen würde. Und indem er solche Spuren hinterlässt, fleht er uns praktisch an, ihn zu fangen. Also so etwas Ungewöhnliches hatte ich bisher auch noch nie vor Augen. Erzähl uns, was du gesehen hast. Goldie, du auch. Wir müssen alles wissen, damit wir ihn fangen können. Natürlich. Goldie und ich werden euch alles über den großen Setzling erzählen, während wir arbeiten. Arbeiten? Applebloom und ich haben heute keine Zeit zum Arbeiten. Wir müssen noch eine Menge Fallen aufstellen, auch bei den Karotten, um sicher zu gehen. Gestern hast du noch gesagt, der große Setzling wäre ein Märchen, damit die Fohlen gern arbeiten. Das war aber bevor ich dachte, dass wir ihn wirklich fangen. Und ich denke, Big Mac kann uns Zeit verschaffen, um die Fallen aufzustellen, oder? Yep. Toll. Dann los. Applebloom und ich fangen zusammen jetzt den großen Setzling. Nur noch ein letzter Hügel. Was ist denn, Big Mac? Oh, ist das so richtig? Yep.
Aber das ergibt doch gar keinen Sinn. Wieso sind die Bäume kahl, wenn wir noch nichts geerntet haben? Ich vermute, das ist das Werk des großen Setzlings. Was meinst du damit? Nun, je mehr man ihm auf die Schliche kommt, desto hinterlistiger wird er. Meinst du etwa, der große Setzling klaut unsere Äpfel? Ja, ich vermute, er versucht, euch so auf die falsche Fährte zu locken. Habt ihr je von einem Pony gehört, das ihn mal gefasst hat? Oh ja, da gibt es Geschichten, aber man weiß es auch nicht ganz genau. Er ist ein richtiger Gauner. Deshalb ist die Belohnung auch so groß, wenn man ihn tatsächlich fängt. Also, seine Tricks bringen mich auf eine Idee. Fallen zu stellen ist eine. Aber wir sollten die Bäume bewachen, die noch nicht geerntet wurden. Dann wird er nicht wissen, wie ihm geschieht. Das ist eine sehr gute Idee. Schiebt doch irgendein Pony mit uns Wache. Ein altes Pony wie ich braucht sein Schönheitsschläfchen. Habt nur Spaß, ihr jungen Hüpfer. Meine Kätzchen können nicht schlafen, wenn sie sich nicht an meinem Schoß zusammenrollen. Aber ich kann es nicht erwarten, den großen Setzling zu sehen, wenn er ihn fasst. Ja, dann hängt es wohl an uns beiden. Zu schade, dass sonst kein Pony mitkommen wollte. Aber immerhin machen wir es zusammen. Finde ich auch. Es ist lange her, dass ich den großen Setzling gejagt habe. Und jetzt jage ich ihn zum ersten Mal mit meiner kleinen Schwester. Wann hast du angefangen, den großen Setzling zu jagen? Ich denke, ich war damals noch ein Fohlen. Ich kann mich noch daran erinnern, wie unsere Eltern uns ins Bett brachten und uns von dem großen Setzling erzählten. Ich war so aufgeregt und ich konnte kaum schlafen. Also... Keine Sorge, Zuckerstückchen. Ich lasse ihn nicht entkommen. Applejack, wach auf! Was ist denn? Da wurde eine Falle ausgelöst. Gut, sehen wir uns das an. Siehst du irgendwas? Erschreck ihn nur nicht. Wir müssen ihn in eine der Fallen locken. Oh, ich habe keine Angst, ihn zu erschrecken. Schlaf die Ernte eingetragen. Big Mac ist der große Setzling? Ist alles okay, Big Mac? Nö. Und dank der nächtlichen Arbeit von Big Mac haben wir die Ernte sogar noch viel schneller eingeholt. Kein Wunder, dass du die ganze Zeit über so müde warst. Yep. Ich bin froh, dass wir das Rätsel gelöst haben. Aber eigentlich wollte ich den großen Setzling fangen, bevor ich zu alt dafür bin. Weißt du was, Zuckerstück? Irgendwie bleibt man immer ein Fohlen. Es gibt immer eine Menge zu tun, aber man ist nie zu groß, um zusammen auch viel Spaß zu haben. Nun, anscheinend braucht ihr mich jetzt nicht mehr. Ich fahre nach Hause, bevor Dottie die Katzenminze findet. Oh Mann, da kann ich euch Geschichten erzählen auf einmal. Wir sind dankbar, dass du hier warst, Goldie. Oh ja, komm nächstes Jahr wieder. Oh, habt ihr vergessen, die Karotten wegzuräumen? Oh, Big Mac hat die Karotten nicht geerntet. Nur die Äpfel. Weißt du, was das bedeutet? Zeit für eine